Narzissten und Liebesentzug. Willkommen zum heutigen Thema, Ladies and Gentlemen. Ich bin Coach Tobias Forst, Gründer von Achilles Life Coaching, jahrzehntelanger Empfänger von narzisstischem Missbrauch, aus dem ich mich selbst befreit habe. Und ich begleite gerne dich auf deinem Weg in deine persönliche Befreiung. Liebesentzug wird häufig als Waffe von Narzissten eingesetzt gegen euch. Dein Verhalten sei verantwortlich für seine oder ihre Gefühlslage oder die Gefühlslage von anderen Menschen. Es handelt sich dabei um einen Kontrollversuch, denn wenn du dich nach A verhältst, führt das zu negativen Emotionen und schlechten Gefühlslagen bei ihm oder ihr oder anderen Menschen, und wenn du dich wie B verhältst, dann ist alles gut. Die Parameter, ginge es nach dem Narzissten, legt einzig und allein natürlich der Narzisst oder die Narzisstin fest, nach den Regeln, dem Frame, nach dem oder dem du wohl zu spielen hättest. Wenn du dich nicht adäquat in Augen der Narzissten verhältst, dann droht Liebesentzug, soziale Isolation, Beschämungstaktiken und Schuldzuweisungen. Und zwar steht dann auch natürlich die Beziehung zu diesem Narzissten oder dieser Narzisstin, welcher Art diese Beziehung auch immer sein mag, stünde auf dem Spiel wegen dir. Du böse du, du böser du. Wir nehmen nun ein Beispiel zur Hand, in der du konkret eine Rolle spielen wirst. Du bist eng mit deiner Schwester. Egal, ob du Lady oder Gentleman bist, es geht hier unter anderem auch um deine Schwester und um ihren Freund. Ihr drei, letztlich auch er für dich, ist mittlerweile so etwas wie ein Bruder. Er gehört zur Familie. Deine Schwester verfällt jedoch wieder in ein gewisses Emotionschaos aufgrund Handlungen deinerseits, die objektiv unkritisch sind, aber du triffst eigenständige, unabhängige Entscheidungen, die aus bislang unbekannten Gründen deiner Schwester in irgendeiner Form missfallen und die für sie zu emotionalem Aufruhr führen. Ihr Freund, der Freund deiner Schwester, geht sogar noch einen Schritt weiter und stachelt seine Freundin, deine Schwester, damit noch an, redet ihr zusätzliche Sorgen ein und verstärkt dieses Gefühlschaos, in dem sich deine Schwester befindet. Deine Schwester, so ihr Status quo, sie kommt emotional momentan nicht klar. Und dieser Umstand liegt nicht zum ersten Mal vor. Nun kommt es so weit, dass du eine Nachricht auf deinem Handy bekommst von dem Freund deiner Schwester. Und diese Nachricht geht ungefähr so. Es fiel ihm gerade sichtlich schwer, dir die folgenden Zeilen mitzuteilen. Und er fühlt sich auch wirklich ganz unwohl dabei, großes Unbehagen, aber er muss es dir sagen, denn deine Handlungen, Ladies and Gentlemen, eure Handlungen natürlich, führen bei deiner Schwester dazu, dass sie emotional wieder komplett durcheinander ist. Es ist ein einziges Chaos, ihr geht es gar nicht gut und aus seiner eigenen Solidarität müsse er zu dir nun auf Abstand gehen. Und er bittet dich um Verständnis, aber erwartet von dir auch gleichzeitig, dass du erstmal keinen weiteren Kontakt zu ihm aufnehmen würdest, so mögest. Aber um hier nicht den Kontakt ganz abzubrechen, denn es könnte ja zu Ernstfällen kommen, wo er dir ganz salomonisch die Hand entgegenstreckt, dann könntest du natürlich Kontakt mit ihm aufnehmen und er sei, wie der edle Ritter, der er nun mal ist, für dich da. In diesen paar wenigen Zeilen stecken ein paar ganz zentrale Infos. Zwei Schwerpunktinfos, zu denen komme ich nachgelagert. Erstmal mit der Analyse dieser Botschaft, die du bekommen hast vom Freund deiner Schwester. Es geht zunächst mal nur um ihn. Sein Unbehagen, er müsse dir jetzt schreiben, obwohl es ihm dabei nicht gut geht. Wie es dir geht, wird nicht gefragt. Wie es dir mit deinen eigenen unabhängigen individuellen Entscheidungen, die wohlgemerkt objektiv nicht zulasten anderer gehen, auch nicht deiner Schwester, auch nicht ihm, wird nicht gefragt. Das ist gänzlich irrelevant in dieser Botschaft. Der emotionale Zustand anderer Menschen,
sei deine Verantwortung. Das ergibt die weitere Analyse. Dir wird gedroht mit Liebesentzug. Dir wird gedroht mit sozialer Isolation. Denn solange du so bist und nicht Verantwortung übernimmst dafür, wofür du sichtlich verantwortlich seist, nämlich den emotionalen Zustand deiner Schwester, solange musst du hier von draußen durch die Fensterscheibe gucken, wenn es nach dem Narzissten, dem Freund deiner Schwester geht. Es folgen Shaming, Beschämungstaktiken und Schuldzuweisungen. Zwei hervorragende, unfreiwillig geteilte Informationen finden sich in dieser Nachricht an dich ebenfalls. Nachricht Nummer 1. Der Freund deiner Schwester zeigt dir exakt, wie du ihn verletzen und triggern kannst. Mit Beschämungstaktiken und Schuldzuweisungen? Da hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du beschämst ihn reaktiv, direkt in der Einzelkommunikation oder gegenüber deiner Schwester. Was jedoch meines Erachtens ein wesentlich probateres Mittel ist, ist das schon mehrfach angesprochene, die mehrfach angesprochene Don't Go Deep Methode von Dr. Ramani Durvasula. Don't defend, verteidige nicht, don't explain, erkläre dich nicht, don't engage, lasse dich emotional nicht darauf ein, don't personalize, nimm es nicht persönlich. Egal, wie höchstpersönlich es eigentlich gegen dich gemeint ist. Wie zeigt dir denn noch, wie du ihn verletzen kannst und triggern kannst? Mit Liebesentzug. Vielen Dank, dann geh auf Abstand zu diesem Mensch. Wunderbar, hier ist die Toolbox, die Werkzeugkiste, wie du ihn treffen kannst. Und gleichzeitig für dich mehr Freiraum bekommst, dann geh auf Abstand. Stell deine Liebe, deine brüderliche, geschwisterliche, schwesterliche Liebe zu ihm ab. Und das Letzte, wie er dir zeigt, wie du ihn verletzen und triggern kannst, ist die soziale Isolation. Dann schneid ihn ab aus deinem Leben. Nimm ihn raus. Dann möge er die Saat, die er gelegt hat, für er müsse sich von dir distanzieren, dann distanziere dich auch von ihm. Und Brief und Siegel, wir wissen beide, oder ihr und ich, wir wissen alle, wer sich zuerst beim anderen melden wird. Noch eine Stufe aufschlussreicher, eine zweite, ganz hervorragende Information, die der Freund deiner Schwester dir hier unwissentlich mitteilt. Das bedarf einer kleinen Ausführung, und zwar einer kleinen Erklärung im Vorfeld darüber, wie Männer und Frauen geschlechtsspezifisch unterschiedlich Probleme lösen. Wir nehmen den Status quo deiner Schwester, die sich in einem großen emotionalen Aufruhr gerade befindet. Ungeachtet der Gründe, das ist ihr Zustand. Okay. Wäre das jetzt ein Mann, würde er auch nach Lösungsvorschlägen fragen und diese gezielt suchen und wollen. Frauen lösen Probleme, insbesondere emotionaler Art, anders, nämlich durch die bloße Kommunikation darüber. Diese Kommunikation und die Möglichkeit, darüber kommunizieren zu können für eine Frau, hat allerdings ein paar Kettenglieder der Voraussetzungen, die dem vorgelagert sind. Eine Frau muss hierbei emotional offen sein, um zur Kommunikation in der Lage zu sein, um dann eigenständig auf die Lösungen zu kommen, um letztlich dieses Gefühlschaos auflösen zu können. Hier kommt jetzt der Freund deiner Schwester ins Spiel. Allgemein eigentlich der Partner, die eigentliche Rolle eines gesunden Mannes, und das ist Teil des Paketdeals als Mann in einer Beziehung zu einer Frau, ist es, über drei elementare Bestandteile einer Frau, die sich gerade aufgrund von Gefühlschaos emotional verschließt, ihr dabei zu verhelfen, sich zu öffnen. Und wie gelingt das? Und das ist Aufgabe eines Mannes in einer Beziehung,
oder Aufgabe des maskulinen Parts in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Über gezielte Fragen, ohne locker zu lassen, aber auch nicht zu pushy zu sein. Dazu kommt gleich Punkt 3. Punkt Nummer 2, ein ehrliches und authentisches Interesse daran, was sie, die Partnerin, ihm oder dem maskulinen Part in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung mitzuteilen hat. Und drittens, eine adäquate, gesunde Portion Humor, um einfach auch den sicheren Rahmen in dieser Kommunikationsmöglichkeit für die Partnerin zu geben. Dann kann sich die Frau in der Beziehung emotional öffnen. Die emotionale Öffnung führt dazu, dass sie besser und deutlicher kommunizieren kann. Und wozu führt bei einer Frau die Kommunikationsfähigkeit nach einem emotionalen Öffnen? Sie führt dazu, dass die Frau zur eigenständigen Problemlösung imstande ist über besagte Kommunikation. Und jetzt kommt der Freund deiner Schwester. Und der sagt, du bist schuld, dass es seiner Freundin, deiner Schwester, emotional so geht. Er schiebt jegliche Verantwortung ab auf dich, du seist an allem schuld. Und dabei offenbart er unfreiwillig drei ganz wunderbare Aspekte über sich selbst. Eigentlich vier. Das erste ist, er zeigt, dass er in seiner Rolle als Mann in dieser Beziehung grandios scheitert. Und zwar erneut. Er ist Wiederholungstäter. Das zweite, was er offenbart, ist, dass er schlichtweg in der Hilfestellung zur Problemlösung seiner Freundin impotent ist. Es zeigt, dass er ein Feigling ist, weil es deine Schuld sein sollte, anstatt dass er die Teilverantwortung dafür übernimmt, sie, deine Schwester, zu unterstützen, damit sie auf eine eigenständige Problemlösung kommt, indem er ihr hilft, schneller sich emotional zu öffnen. Würde deine Schwester es ohne ihn schaffen? Ja, es würde nur aufgrund dessen, wie diese konkrete Person jetzt ist, einfach etwas länger dauern. Aber er macht es sogar noch schlimmer. Er schürt sogar noch ihr Emotionschaos. Und das letzte, vierte, was dieser gute Freund deiner Schwester hier ganz stark offenbart, ist es, um welche Art Unmann es sich bei ihm handelt. Und Unmann ist nicht einmal ein Begriff von mir. Das müssen Narzissten, insbesondere männliche Narzissten, einfach mal mit Professor Sam Vaknin ausmachen. An der Stelle, und ihr Ladies und Gentlemen könnt euch jetzt zurücklehnen, denn der nächste, vorletzte Part dieses Videos richtet sich ausschließlich an die verantwortungsabschiebenden Narzissten da draußen. Ihr könnt euch zurücklehnen und die Show genießen, denn ich habe hier eine kleine Botschaft von dem Life-Coach Grima Schlangenzunge an Narzissten aus dem Film Der Herr der Ringe, Die zwei Türme. Aber ihr seid allein. Wer weiß, was ihr der Dunkelheit anvertraut. In den bitteren Stunden der Nacht, wenn euer ganzes Dasein zu schrumpfen scheint, euch die Wände eures Gemachs sich nähernd umdrängen, in einen Käfig gesperrt, wie wildes Getier. Applaus für die Impotenz, nicht imstande zu sein, der eigenen Partnerin beim emotionalen Öffnen zu helfen. Zum Abschluss dieses Videos, Ladies und Gentlemen, nun zurück zu euch. Wer euch mit Liebesentzug und sozialer Isolation droht, möge sich diese beiden Faktoren mal schön um den Finger wickeln und sich selbst dort angedeihen lassen, wo keine Sonne scheint. Als Handlungsmaximen für euch: Geht auf Abstand. Wer wirklich liebt, droht nicht mit dem Entzug genau dieser Liebe.
egal ob sie in einer romantischen Beziehung vorliegt oder auf brüderliche, schwesterliche, geschwisterliche oder familiäre Liebe, der droht nicht mit Liebesentzug und auch nicht mit sozialer Isolation. Und für diejenigen unter euch, die eine solche Sozialinteraktion oder ein solches Setting nicht verlassen können, an der Stelle dennoch die Gratulation an euch, denn ihr bekommt durch das Verhalten von jemandem wie dem Freund der Schwester in diesem Beispiel gerade ein paar Tage Freiraum geschenkt, vielleicht sogar ein paar Wochen. Sei dein eigener Held und sei deine eigene Heldin. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.